Im Lauf der Jahrhunderte trug ich viele Masken. Dr. Augustine Lieber war renommiert und kompetent. Frank Stone vertraute sich mir an, erlaubte mir, sein Potenzial zu entfesseln in den düsteren Tagen in der Psychiatrie. Nun, eine neue Gestalt und Zeitachse, eine neue Chance. Ihnen die Kamera zu verkaufen war unfair, selbst für mich. Sie ahnten nicht, welche Macht sie damit hatten. Oder welche Schrecken im Stahlwerk auf sie warten würden. Welcher Schöpfer würde nicht für seine Kunst leiden? Alles okay? Ja, ich bin wohl kurz eingenickt. Warte, was war nochmal mit Augustine? Ist weg. Weg? Angeblich musste sie sehr dringend in ihr Privatreliquiar. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustine vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich habe nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Er steht nicht mal in meiner Filmografie. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh, ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem mysteriösen Kuchen. Eine ziemlich große Sache. Also gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind, ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Weil er so selten ist, wissen nur ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustine die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich lebe ungern in der Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Mehr interessiert mich gerade nicht. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkauf. So wie Motive. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde zu gern wissen, warum Augustine so versessen ist, diesen Film zu haben. Also, die erste Regel lautet, finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Ladies. Aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Worauf wartest du noch? Also dieser Raum ist schon ein echtes Statement, oder was meint ihr? Ich wusste, dass Augustine Kohle hat, aber nicht so viel. Anscheinend hast du dein Ziel doch nicht so gut ausgekundschaftet. In unserer Branche sprechen wir nicht von Zielen. Zockerei ist Schwindel. Und keine Branche. Du solltest meine Kundschafterfähigkeiten nicht unterschätzen.
Hier oben steckt eine Menge drin, das uns allen weiterhelfen könnte. Okay. Dann erzähl mir alles, was du über Augustin weißt. Augustin Lieber. Herausragende Sammlerin obskurer Kunstobjekte. Sie gibt sich zwar ganz professionell, spielt aber auf lange Sicht ein undurchsichtiges Spiel. Schwer einzuordnen. Und? Und seit ich hier bin, habe ich alles genau im Blick. Beobachtungen, Verhalten, Umgebung. Ich habe ein Profil erstellt. Und zwar? Lieber ist keine normale Sammlerin. Mag düsteres Zeug. Richtig düsteres Zeug. Dafür scheut sie vor nichts zurück. Sehr beeindruckend. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Habt ihr gesagt, was ich weiß? Jetzt bist du dran. Du hast es auf den Punkt gebracht. Hey, dann erzählt doch mal. Also, was habt ihr entdeckt? Nicht viel. Aber die Nacht ist jung. Nicht so jung, wie du denkst. Lass uns weitersuchen. Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Ich stehe übrigens voll auf dein Outfit. Oh, danke! Aus Italien. Also die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine super limitierte VIP-Club-Edition. Willst du ein Geheimnis, ja? Okay. Der Rollkragenpulli ist secondhand. Skandalös. Oder? Streng geheim. Darauf kannst du dich verlassen. Das war ein komisches Geräusch. Ja. Sehen wir uns die anderen Etagen an. Sehr gut. Warte. Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Also, das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Woher weißt du das? Du siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Ja, es war ziemlich plötzlich. Wow. Maddie, das ist echt traurig. Sehr berührend. Und was ist mit dir, Stan? Woher hast du dein Filmstück? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Und auch eine kostspielige. Was ist dein Preis? Weißt du was? Darauf komme ich später zurück.
Sieht aus wie praktisch jeder Raum im Haus. Aber wo ist unsere Gastgeberin? Coole Statue. Aber da fehlt ein Teil. Wow. In Augustins Familie sehen sich alle sehr ähnlich. Oder sie steht auf Cosplay. Wow. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Sensationslüsterner Schund. Sam Green hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser.
Ich muss zu Maddie. Muss krass sein, jemanden zu treffen, der ihre Mutter kannte. Ja? Und was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Niemals. Du würdest die Wände dafür hochgehen und einen Ausweg suchen. Schlüssel. Wer ist Dan? Nicht in einer Million Jahren. Niemals. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du? Hm? Oh, nein, ich hab nicht... Ich hab dich gehört. Ich hab mit Mom geredet. Mit Bonnie. Ich fühle mich einfach so leer, seit sie tot ist. Als würde ich durch einen Albtraum schlafwandeln, aus dem ich nicht aufwachen kann. Es wird nie einfacher, wenn du jemanden verlierst. Aber irgendwann ist es nicht mehr so schwer. Das hoffe ich, denn manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe durch, als wäre sie wirklich da. Würde mich führen, mir was sagen wollen. Deshalb bin ich hier. Ich dachte, sie hätte es sicher so gewollt. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Ach Gott. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Hast du ein paar Storys? Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht, wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause, fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Danke. Hey, Leute! Seht! Was? Ich sehe gar nichts. Na, da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Wenn die Sache noch verworrener wird, dann sehe ich schwarz für uns. Glaubt ihr, wir sollten uns Sorgen machen? Vielleicht sind sie gefährlich. Vielleicht sollten wir Augustin Bescheid sagen.
Auch wenn wir es ihr sagen wollten, würden wir sie nicht finden. Also sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau, also? Und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch, auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort, ob Augustin da drin ist oder nicht. Okay.